Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Donau Ries aktuell, die Stimme der Region, hat eine Meldung zum Thema Autismus-Inzident gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, sicher ich wieder mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus als Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ich meine Comics dann übergeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Klinikjubiläum. 5000 Euro für die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Josephinums. Und ich würde mal sagen, fuck mich lang drum rum. Los geht's. Nach Corona sind Erfolgserlebnisse für Kinder besonders wichtig. Deshalb spenden die Volksbanken Raiffeisenbanken zum Klinikjubiläum 5000 Euro für therapeutische Spielmaterialien an die KJPP des Josephinums. Und warum das I-Tüpfelchen? Obwohl, wenn ich das I markiere, ist das I-Tüpfelchen so ein bisschen schräg vom I weg. Merkwürdig. Mal sehen, ob es in der Überschrift genauso ist. Tatsächlich. Aber wenn da Jugendpsychiatrie oder Kinder auftauchen, da ist das I mit den Tüpfelchen gerade. Weiter geht's. Ja, es gibt massive Auswirkungen durch Corona. Das war bei uns wie ein Katalysator, berichtet Psychotherapeut Stefan Kitzinger beim Spendentermin mit Bankdirektor Paul Ritter von VR Banken. Katalysator, das ist ein Wort, das kennt man eigentlich aus den 80er und 90er Jahren, aber mittlerweile dürfte das doch selbstverständlich sein, dass Autos mit einem geregelten Katalysator ausgestattet sind. So sehe ich das zumindest. Heutzutage spricht davon überhaupt kein Mensch mehr, weil das ja Standard ist. Würde es immer noch Autos ohne Katalysator geben, da werden die garantiert nicht mehr zugelassen als Neuwagen. Überhaupt nicht. Und Lada, ihr kennt ja die Marke aus Russland, ne? Die wurden deshalb nicht mehr nach Deutschland geliefert, weil die halt sich nicht anpassen wollten an die neuen Regelungen. Was Umwelt und so weiter betraf. Und deswegen lesen wir weiter. Viele Kinder und Jugendliche mit und ohne Vordiagnosen sind während der Corona-Zeit durch fehlende Alltagsstrukturen und Sozialkontakte abgerutscht. In allen Schichten hätten Verhaltensauffälligkeiten spürbar zugenommen. Schulvermeidung, Angst oder Essstörungen, Depressionen, ein negatives Selbstbild, die Liste sei lang. Ja, ein negatives Selbstbild, also wenn man sich nicht selbst leiden kann. Wenn man halt einen schweren Vertrauensbruch erlitten hatte. Besonders wenn es gegenüber einem Menschen ist, den man geliebt hat. Weiter geht's, komm. Noch länger aber ist die Liste für neue Patienten. Patienten? Aber Moment, ich mache schon weiter. Wir haben über ein Jahr Wartezeit, außer bei akuten Fällen, so Oberärztin Dr. Angelika Voag-Beetz. Sie ist seit 20 Jahren am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen, Standortleiterin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, kurz KJPP, einer Zweigstelle des Augsburger Josephiniums. Und auch da ist das I irgendwie verschoben. Also das I-Tüpfelchen, ne? Lesen wir weiter. Seit 2003 werden in Nördlingen Kinder und Jugendliche aus ganz Nordschwaben betreut. Neben ADHS- und Autismuspatienten gibt es psychologische Begleitung bei Schulproblemen oder akuten Krisen, aber auch psychiatrisch-klinische Hilfe bei Sucht, Essstörungen, Trauma, Depression und Sozialität. 16 Plätze gibt es in der Tagesklinik, mehrere hundert junge Patientinnen und Patienten im Jahr sind es in der Ambulanz. ADHS und Autismus sind beides keine Krankheiten, ne? Einfach mal drüber nachdenken. Dass sie es seit 2003 das nicht verstanden haben. Nach 20 Jahren.
Na gut, es gibt ja auch schlimmere Uneinsichtigkeiten, aber ich lese mal weiterkommen, bevor ich mich aufrege. In der Ergotherapie machen wir Motorikübungen und trainieren Konzentration und soziale Kompetenz. Dabei ist uns wichtig, die positiven Seiten jedes Kindes hervorzuheben und Erfolgserlebnisse zu verstärken, erklärt Ergotherapeutin Tina Löffler ihre Aufgabe. Viel Wert legen wir auch auf das Elterntraining. Erfolg und Selbstwirksamkeit erleben Kinder und Jugendliche auch in der Kunsttherapie. Kreatives Arbeiten setzt positive Impulse frei. Kinder können sich nonverbal ausdrücken. Statt sich als unnütz oder lästig zu empfinden, kommen Kinder in ihre eigene Aktivität und bekommen Anerkennung, so Kunsttherapeutin Maria Rau. Neben einem Gesamtpaket an therapeutischen Maßnahmen sei auch die Eigenmotivation der jungen Patientinnen und Patienten wichtig. Schließlich kämen am Anfang nicht alle freiwillig her. Nicht alle freiwillig, ja. Es gibt welche, die wollten einfach nicht dorthin, aber am Ende ändern sie ihre Meinung ja doch. Ganz normales Verhalten. Weiter geht's. Attraktive Therapiegeräte und schöne Spielsachen, die allen Spaß machen, sind für unsere Arbeit enorm wichtig, so Oberärztin Dr. Voag-Beetz. Deshalb freuen wir uns riesig über die Anerkennung unserer Arbeit durch die Genossenschaftsbanken. 5.000 Euro sind eine motivierende und wertvolle Unterstützung, damit wir Kindern und Jugendlichen nach Corona wieder auf einem guten Weg helfen. Ja, was soll ich sonst noch sagen, Leute? Also, es ist ein tolles Klinikjubiläum. Und nach 20 Jahren eine 5.000-Euro-Spende zu bekommen, ist wirklich sehr hilfreich. Und deshalb sollte mein Verbesserungsvorschlag an das Josephinum sein: Begreift in den nächsten 20 Jahren, dass ADHS und Autismus keine Krankheiten sind und dass es eine Art ist, zu sein. Und ich würde euch mal fragen, Leute, was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt es gerne in die Kommentare und Meinung etc. pp. Also sie zu liken, also sie zu teilen, also den Abo-Button mit der Glocke zu halten, damit ihr dabei keiner weiß, wie ihr verpasst. Und morgen werden wir uns nach Israel begeben. Und ich würde mal sagen, ciao, Leute.